Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier im Arsch, Version 2.3. Ich werde jetzt die Zuckerrüben zur Zuckerrübenfabrik fahren, die ich mir gerade aufgestellt habe. Vor einem Augenblick, ein paar Sekunden. Da muss ich kurz überlegen, wo ich langfahren muss. In diese hohle Gasse. Und dann Richtung Hafen. Die erste Ladung fahren wir selber hin und dann später mit einem Kurs programmieren für Autodrive. Und dann kann der ja liefern. Ne? Dann muss ich noch Paletten liefern. Und Wasser. Wasser muss ich auch. Hafen. Können wir auch hier rechts fahren. Im Grunde ist jetzt die Ernte für Raps eigentlich wichtiger. Wie reif. Aber ist gerade erst reif geworden und Wetter sagt allgemein trocken an. Ist keine große Panik deswegen. Hier fahren wir gleich wieder links. Das werde ich jetzt wahrscheinlich die Folgen noch vorbereiten, dass wir in den nächsten Aufnahmezeichen die Rapsernte durchziehen können in 7 Tagen. Ne? Also in 7 Folgen. Ich werde nochmal sehen, dass wir da Fabrik zum Laufen kriegen. Wenn ich Raps ernten kann, dann kann ich auch bald die andere Fabrik bauen. Und zwar jetzt kratz und gemein. Und zwar für Diesel. Zu viel gesprochen. Gut. Jetzt habe ich auch noch. Morgen schon. Heute ist Donnerstag. Nee, Freitag Folge. Hm. Ich wünsche auch ein schönes Wochenende. Wenn es bald ist, ne? Ich denke mal, die meisten schauen abends. Und die allermeisten haben auch Wochenende. Wenige Ausnahmen. Das heißt hier die wenigen. Es sind sehr viele eigentlich, die Schicht arbeiten. Ich hatte auch mal das Vergnügen gehabt, in 3 Schichts. Oh, der Hopfen ist gewachsen. Und ein 3-Schichts-System zu arbeiten, und da ging es einigermaßen, aber bei 4-Schicht, da war ganz blöd. Auch bei 3-Schicht, Nachtschicht, gerade erst Samstag früh, Feierabend. Also, es war dafür Montag frei, wenn Nachtschicht war, wenn so war, dann war Montag frei. Aber ansonsten. War das schlauchend, also hier müssen wir jetzt rein. Die müssen hier noch viel anliefern, also sehr viel normalerweise. Muss ich mal sehen, wie wir am besten hier Kurs einfahren können. Aber nehmen wir einen Traktor oder sowas. Da hätten wir auch durchfahren können, glaube ich, ja. Hier war, glaube ich, Verkauf an die Fabrik an sich selbst. Wir wollen ja selber produzieren. Ne? Jetzt ein Symbol kommt für Abladen ist Verkauf. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja Zucker verkaufen. Das Stück habe ich angebaut. Ob es richtig gebaut wurde, ich weiß das nicht genau. Hoffe jedenfalls. Ne? So, das geht schon mal rein, das passt. Ja, hier genau das ist. Ich habe es ein bisschen, ja, daneben geschafft, ne? Ja, gut, egal. Ich wollte den Platz schaffen, um hier rumzukommen. Das war mein Problem. Das ist eben nach oben gerückt. Normalerweise hätte ich hier weit vorne. Also jetzt brauche ich noch Leerpaletten. Das heißt,
LKW fahren wir jetzt zurück. Das ist eh schon eng hier zum Rausfahren. Und Entschuldigung. Hier. Die anderen Rüden von mir. Der Gruppe ist fertig. Also machen wir gleich mal. Sonst. Den fahren wir jetzt auf Feld um Row 1. Großen Götz und sauber, aber den Rest macht der nicht sehen, Maschine. Ja, wie gesagt, ich muss übrigens anfangen mit der Rapsernte. Das ist ganz wichtig. Ne, einmal im Kreis fahren, ne? Das ist wie aufgebrochen irgendwie, keine Ahnung. So schnell. Ja, mal Feld 1. Kuppern und dann so. Nächste Feld und. Kurs löschen, Kursgenerierung, Feld 1. So. Wie gesagt, das sind die Bäume. Da ist am besten. Und das ein bisschen den Ärger erspart, ne? So, den müssen wir zurückfahren zum Hof. Ich wüsste jetzt nicht, wo wir es düngen müssten, ne? Das löschen mal ganz kurz. Dann brauchen wir den beim nächsten Mal nicht mitladen. Wir brauchen den jetzt nicht. Aber wir werden mit der Ernte vorbereiten, das geht los. Den LKW werden wir noch zurückfahren. Wir werden die Drescher einfach losschicken. Zu Feld. Wir werden zu dritt da arbeiten lassen, zu dritt. Das ist, glaube ich, das Beste. Die sind vorbereitet. Stellen wir uns hier vorne hin. Da wo der Raps ist, da werde ich dann die Gerste aussehen, wenn soweit ist. Die Herbst, ne? Also die Wintergerste. So. Die schicken wir zu Feld 54, das ist relativ groß. Und ist er voll getankt? Nö. Aber repariert. Das dürfte reichen. Der Sprit. Die Tankstelle ist links. Das ist egal, die Takt hat mal voll. Ich habe schon mal schlechte Sachen. Also ich meine, zu dritt fahren, dann geht es eigentlich normalerweise. Ne? Aber, weil so mach ein Feld fertig und dann fahre ich zum nächsten Feld und lass im nächsten Feld fahren. In der Zeit kann ich ja an der Ruhe mal Feld 54, glaube ich. Ne? Und dann lassen wir drei einfach mal arbeiten. Da haben wir jetzt zum Glück halt kein Stroh. Und Raps können wir selber abfahren zur Not. Da können wir leicht einen LKW nehmen und hinfahren. Ne? Ich muss lieber nicht der Kasse mehr. So. Und das persönlich stört mich eigentlich dabei. Ich habe ihn durch den Stall. Das sind mich hier drin, passe ich jetzt auf dafür, dass er da nicht reinfährt. Es kann natürlich auch sein, dass er
genau da langfahren will. Ja, die grobe Richtung auf jeden Fall. Das wäre ganz schlecht. Der will ja genau da lang fahren, wo der andere steht hier, ne? Das ist ja gar nicht. Gar nicht gut. So. Jetzt dürfte er das entsprechend kriegen. Und dann gehen wir gleich in den nächsten rein. Na, was sagen die Kühe? Mu. Was sagen viele Kühe? Mühe. Quatsch. So, den nächsten Tank. Und den müssen wir reparieren. Das wäre angebracht. Und dann fahren wir gleich hier vorne hin. Da werden wir gleich mal einstellen. Wie viel? 54. Und. Entschuldigung. Aber reparieren müssen wir auf jeden Fall. 15%, das ist heftig. Weil auch gleich das nächste Feld gemacht werden soll, dann ist es ganz gut. Wenn das dann fertig ist, ne? Überhaupt nichts. So, dann werden wir gleich. Da habe ich zurück, ne? Ja, und ich warten. Das war aber jetzt nicht so gut. Dann mal ganz kurz mal. So, entweder Tankstelle oder der E-Kasten. Das ist Verkehrten gebaut. Das habe ich in Thüringen besser gemacht, zum zweiten Mal. Ich meine, den kann ich ja zur Not wieder mal verkaufen, das kostet kein Geld. So, das haben wir geschafft. Kalk, ja, den müssen wir noch behalten. Gehen wir lieber auf Drescher. Können wir Red X drücken und dann vor allem da nichts bestellen. So, dann lassen wir düsen, ne? Und dann wird das okay. Ja, Flug war fertig gewesen, ne? Aber wie gesagt, die Aussaat frühestens in 2 Tagen. Raps. Der ist auch reparaturbedürftig. Dann machen wir gleich umstellen. Wenn wir da nicht auf X drücken müssen. Durch dummen Zufall. Ja, da muss die Zuckerbrot schon warten. Nützt ja auch nichts. Die Ernte ist wichtiger. Kann ich auch so denken, wenn wir das nicht machen würden. Was da. Obwohl ich erwarte keinen Regen, ne?
Ja, das sagt ihr schon mal. Aber weg ist weg, ne? Produktion können wir noch machen. Dann musst du so ein paar Paletten produzieren. 250 Holz. Aber immerhin. So. Hätte ich alles schon vorher fertig machen können. Aber wieso ist denn? Was ist nicht, ne? So. Auf zum. Ja, Feld 54, ne? Checken wir auch mal hin. Dann werde ich mal gleich mal den nächsten. Ich hätte doch gerade ausfahren sollen. Oh, 0% Schaden, ne? Aber wir gegen Pfahl gefahren sind. So, das gleiche in grün. Und bei 50, der 54. Und tschüss. Wir werden jetzt entsprechend den LKW holen. Wo war der stehen geblieben? Da oben. Dann können wir gleich den Raps abfahren. Jetzt schaffen wir auch. Wir werden mal unser Navi verwenden, ne? Alt 0. Und nur eingreifen, wenn es sein muss. So. Feld. So. Aber wie gesagt, die Kurven kommen da nicht rum. Da muss ich wissen. Das Loch ärgert immer noch. Ja, hier wird dann entsprechend hier ja, Weizen und Gerste eingepflanzt, ne? Im nächsten Jahr. Und da, wo die Rüben auch. Ansonsten, da wo jetzt über Weizen und Gerste war, viel Raps eigentlich. Das andere wird sie dann zeigen, ne? Die größte Fälle auf jeden Fall Raps und die kleinen mal sehen. Wie gesagt, Mais geht auch nicht auf Getreide, das ist immer ein bisschen. Oder viel Hopfen. Hopfen muss ich auch viel mehr anpflanzen. Weil Weizen und Gerste wird noch eine Weile hinkommen, aber Hopfen wird nicht reichen. Ich muss sehen in Thüringen, ob ich da noch vielleicht noch irgendwas im Feld kaufe oder sowas. Der fährt ganz gut alleine. Dann fahren wir einen anderen LKW. Angekommen. Der andere war ja bei der Molkerei. Und das war ja der mit der Milch. Den wir nur drehen. Und der kann sogar Milch fahren. Ne? Also das wäre ja eigentlich eine Option. Weil das nicht Platz genügt da. Null. Ich brauche nur einstellen. Ne, hoch nicht. Abladen. Abladen. Ich hätte mal ein bisschen toll sortieren müssen. Rüstung kann ich jetzt wie Abladen Kies. Brauerei. Abladen. Samenstrümmer. Abladen. Auffüllen. Einmal war auch für den Milchstall. Das ist mal richtig. Und abladen war gewesen. Brauerei, Kies, Malz, Milch. Und Action. Der kann ja fahren, ne? Ist ja gut. So. Angekommen. Müssen wir alle da sein. So. Wir werden jetzt Paletten holen vom Palettenwerk. Ist ja auch nichts.
Dann können wir ein paar bisschen Wasser einkaufen. Oh, der Tank ist auch ziemlich leer. Hier kommen wir schlecht rum. Wow. Ich hab's geschafft beim ersten Mal. So, fahren wir mal fix zum Hof. Blocking Hulk. Ja. Die anderen auch Blocking, wenn die anderen kommen, ne? Ich muss mal sehen, ich packe mal rechts, das ist mir jetzt. Wir werden mal hier anfangen. Alle da? Nö. Dann ist der andere im Weg. Frag sich nur wo. Da ist der eine. Wie gesagt, LKW ist dafür nicht geeignet, dass wir nicht alleine fahren. So. Die Gerätschaften stehen hoch. Die stehen da oben. Sag nicht, dass da ein Traktor im Weg steht. Na, da kommt die Kurven rüber. Das ist auch Timing, sagen wir so, dass man gerade den Augenblick natürlich auch der andere gleich im Weg, ne? Seht, der ist hier vorne, der steht der andere im Weg, okay. Hundertprozentig ist der gleich, wenn die Welle kommt ja nicht, aber dass sie im Weg sind. So, oh, Überlänge, Überlänge. Zuschauer, das soll es auch heute schon gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und ciao. Ja, würde mich freuen, wenn ihr morgen da seid. Samstag. Geht's weiter hier zum Arsch. Tschüss.